ungefähr ein Jahr, also ziemlich genau ein Jahr, dass Cori zu uns in die Praxis gekommen ist. Und das war, muss ich sagen, ein total aufregendes Jahr. Dr. Duster's Diary. Me and my Cori Tech. Ich mache eine kleine Pause auf Mallorca. Und wie es normalerweise so ist, wenn man zur Ruhe kommt, denkt man über viele Sachen nach. Und ich denke ganz besonders über das letzte Jahr nach. Denn ja, es ist ungefähr ein Jahr, also ziemlich genau ein Jahr, dass Cori zu uns in die Praxis gekommen ist. Und das war, muss ich sagen, ein total aufregendes Jahr. Wir mussten uns zunächst aneinander gewöhnen. Es gab viele lustige Momente, auch viel Stress, wenn was nicht geklappt hat. Aber letztendlich haben wir viele, viele Projekte gemeinsam gemeistert. Viele dieser gemeinsamen Projekte haben wir auch in Dr. Duster's Diary festgehalten. Hier eine kleine Auswahl. Könnt ihr euch noch an Folge 8 erinnern? Die Herstellung einer Geschiebebrücke? Das war für mich persönlich einer der spannendsten Momente. Faszinierend dabei war, welche Präzision das gefräste Geschiebe aufwies und wie gut es im Mund des Patienten passte. Allerdings gestaltete sich der Designprozess recht komplex, aber wie ich finde, hat sich der Aufwand vollkommen gelohnt. Oder auch in Folge 7, in der ich ein Inlay aus einer Glaskeramikronde erstellte. Da ich mich super gerne an den neuesten Materialien ausprobiere, habe ich in meiner Cori den idealen Partner gefunden, um meinem Entdeckergeist und der Freude an Innovation freien Lauf zu lassen. In Folge 4 wiederum musste ich mich in zwei Identitäten einfinden. Die Aufbischiene, die ich als Zahnärztin konstruiert habe, musste aber auch gleichzeitig für mich als Patientin passen. Somit konnte ich den gesamten Workflow vom Scannen über das Designen bis hin zur Nachbearbeitung zeigen. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Das musste auch ich im letzten Jahr mehrfach feststellen. Zum Beispiel in Folge 6, als sich herausstellte, wie wichtig die regelmäßige Autokalibrierung für fortlaufend präzise Fräsergebnisse ist. Inzwischen bin ich mit der Technik der Maschine sehr vertraut und es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, was ich im letzten Jahr alles dazu lernen konnte. Ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Jahr mit Cori und freue mich schon sehr auf die Projekte, die wir zusammen realisieren werden.